Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 6. Wir befinden uns mitten in... Wie heißt der Ort? Schloss das Bock oder so unter Tage hier in Drachenfang. Und sind auf dem Weg zu Kup nach Kupka. Der wahrscheinlich da beim Kernkristall auf uns wartet. Wir kriegen ungewöhnlich viele Heiltränke. Im letzten Part am Ende noch zwei und jetzt schon das nächste. Das bereitet mir ein wenig Sorgen, aber hey, wird alles schon gut gehen. Und die Prüfung beginnt. Was bist du denn, innerer Geist? Ich muss halt ausweichen. Ich kann nicht stehen bleiben und die ganze Zeit angreifen. Der Damage ist unfassbar viel, Alter. Das ist unglaublich. Wo ist er denn hin? Ach, der steht da. Er hat gar nicht mehr erkannt. Das ging schnell. Trenos. Gut. Erwartet. Das also ist die Macht von Mythos. Auch die Orks. Nee. Das waren sicherlich nicht die Orks. Jetzt tauchen hier die Geister auf. Wo soll ich hin? Wahrscheinlich hier. Was machen die denn hier? Okay, da soll ich doch hin. Okay, ich dachte schon. Ich dachte schon. Hinter dir. Hinter uns. Courage, eine Gegner benutzt die Fähigkeit Courage, um die Angriffskraft seiner Verbündeten zu erhöhen. Achte auf das Symbol und erledige solche Gegner schnell, um keine zusätzlichen Schaden riskieren. Ja, aber dieses Schema oder was? Ja, das hat mir getan. Noch mehr?
Also wenn die ganzen neuen Fähigkeiten machen, ist echt Laune, das Spiel, ne? Ach, da ist eine Tür. Erst Orks, dann diese Albträume. Steckst du dahinter, Ultima? Sicherlich. Und sein Komplize. Ja, natürlich taucht noch ein Leech auf. Ich habe damit gerechnet, dass ich angegriffen werde. Alter! Ach, hier soll ich hin? Ja, wie gesagt, im Eifer des Gefechts kann man schnell die Orientierung verlieren, ne? Sieht nach dir aus, Kupka. Aber wo bist du hin? Ja. Im Heiligtum. Ich spüre es. Komm, ja, Torgal. Wie kommen wir da runter? Ach, da. Ich wäre ja runtergesprungen, so ist das nicht, ne? Bald da. Jetzt wird noch mal heftig kämpfen, bevor wir da ankommen. Ja. Ein Angriff, Alter. Noch einer? Da kommen bestimmt gleich noch mehr. Ja. Muss ich gleich heilen? Oder setze ich das ein und dann kann ich ja auch ein bisschen Heilung wieder kriegen, ne? Hoffentlich waren das die letzten. Ja, bin wir voll. Benedikta, meine Liebe, ich habe dich so vermisst. Kupka!
werden nie wieder getrennt sein. Halluziniert er? Safe. Uiuiuiuiui. Titan. Ich muss halt immer ausweichen am besten, ne? Das ist so groß, ist halt nicht so wendig. Das ist halt gut für uns. Ah, da kam ich nicht rechtzeitig weg. Und gebrochen. Schieß aber lieber. Die ganze Zeit noch nebenbei. Netter Trick. Doch was du kannst.
Schwefel erlernt. Schleifer durch titane Fertigkeit Schwefel lernt. Halte R2 und Viereck und lass los, um eine heftige Explosion auszulösen. Halte R2 und Viereck für längere Zeit, um die Größe und Stärke der Explosion zu erhöhen. Du kannst die Aktion jederzeit mit X abbrechen, ohne die Explosion auszuführen. Während die Explosion aufgeladen wird, ist Ifrit unverwundbar. Ein gegnerischer Treffer löst die Explosion jedoch automatisch aus. Dann wollen wir doch mal sehen. Nicht schlecht. Er muss aber länger aufladen, ne? Autsch! Oh, ausweichen! Komm, das sollte jetzt reichen, oder? Voll die Musik, ne? Das geht doch nicht. Ich hab genug. Ich krieg dich, Kopka. Wie geil ist das denn? Boah. Wie fisch das einfach ist. Treffe ich ihn überhaupt? Ja.
zur Hölle einfach. Ja, da kann ich die Reste ausweichen. Alles was bringt? Ich meine, das ist ein Koloss. Yo. Aber nicht so viel. So viel Schaden hat es nur auch nicht gemacht, leider. Das macht leider nicht so viel Schaden, wie ich erhoffe. Ich würde ihr Lisa ins Gesicht schlagen, ne? Bleibt nicht lange gebrochen. Hätte ich da machen sollen. Oh mein Gott, da kamen Kristalle raus. Das muss ich mir merken. Granitregen. Der hat echt lange gebrochen. Diese Musik ist so geil. Ja, eine Schockwelle, ne? Ach, ich hab...
Ich kann mich heilen, okay. Mit Feuerbart. Wusste ich nicht. Ach, ich hab nicht damit gerechnet, dass es zurückkommt. Fünfhundertsiebenundsechzigtausend. Ja. Wie weit hat er mich da hochgeschleudert? Wow. Was geht hier bitte ab? Na klar, der ist sehr stark. Wie episch ist dieser Kampf bitte? Der hört ja einfach nicht auf. Hat er mich erwischt? Ja.
einmal Erdstoß. Ausgewichen. Und Explosion. Ausweichen. Dieser Kampf muss langsam mal aufhören, Alter. Ja, hast gedacht, ne? Oh, das wird gleich wehtun. Die toppen es halt immer noch weiter, ne? Holy moly! Was willst du? Der Keim des Willens hat deine Seele befleckt. Doch dein Durst nach Macht bleibt ungebrochen. Mit jedem Schluck, den du kostest, wächst deine Kraft. Und bald erreichst du Vollkommenheit. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du wirst uns aufnehmen, Mythos. Es ist so bestimmt. Deine Existenz dient diesem Zweck und du wirst ihn erfüllen. Niemals!
scheint so substanzlos zu sein, dass er in Isolation vergeht. Doch indem du ihn mit dem Bewusstsein verflechtest, wird diese Schwäche negiert. Wir glaubten bisher nur, dein Wille stünde zwischen uns und unserem Leib. Doch wie es scheint, müssen wir erst jeden Faden des Bewusstseins, der ihn stützt, durchtrennen. Dann ist die Zeit der neuen Schöpfung noch nicht gekommen. Wir werden beraten. Danke, Joshua. Die Fluten des Äthers sind wie die reißenden Wellen der Ozeane. Niemand gewinnt ihre Macht dadurch, dass er darin ertrinkt. Ich dachte, Hugo wäre klüger als die anderen, doch auch sein Kopf scheint aus Stein gewesen zu sein. Titan war stark. Eure Majestät. Aber Mythos war stärker. 5 Jahre wurde er von seinem Durst nach Rache getrieben. Klammerte sich an seinen Wahn, während er auf den Abgrund zulief. Man kann sein Wesen nicht durch bloße Willenskraft ändern. Das ist das Privileg des Schöpfers. Der sein Leben gab für den Kopf einer Frau. Ein Narr wie der ganze Rest. Tod eines Mutterkristalls. So gespenstisch wie schön. Ich will dazu gar nichts mehr sagen. Medizin, Milord? Ich habe Salben, Tränke, alles preiswert. Nerv mich nicht, du Göre. Willst du eine verpasst kriegen? Ihr müsst auf eure Gesundheit achten, mein Prinz. Wollt ihr den Dalmekern unsere Kraft vor Augen führen? Überlasst das euren Dragoons. Ich bitte euch, Bahamut nur als letztes Mittel zu erwecken. Der Preis seiner Macht ist zu hoch. Der Kaiser hat die Absicht, die Dalmeker zu hintergehen und das trotz unseres Waffenstillstandes. Noch schöpfen sie keinen Verdacht und solange ihre Blicke auf mir ruhen, ist ein Krieg noch vermeidbar. Aber nicht nur das. Bahamut ist die Lichtgestalt von Sanbrek. Wenn das Volk in die Lüfte blickt, gibt sein Anblick ihm Hoffnung. Vergib mir, Terence. Wärest du nur mein Kaiser. Aber so. Ich werde immer euer treuer Diener sein.
sollten die Intrigen des Rats die Republik dazu bringen, den Pakt mit uns zu brechen und anzugreifen, würden auch unsere Soldaten vorrücken, ihnen von Norden entgegeneilen. Doch sie wären nicht rechtzeitig dort, um einen Durchbruch im Süden und einen Sturm auf die Chasia zu verhindern. Aus unserer Hauptstadt würde ein Schlachtfeld werden. Tausende Unschuldige würden sterben. Das darf ich niemals zulassen. Immerhin gibt es einen Lichtblick. Ihr werdet nicht gegen Titan kämpfen müssen. Wenn ich nur alle Kämpfe vermeiden könnte. Verzeiht die Störung, Hoheit. Was gibt es? Olivier wurde zum Kaiser erwählt. Was hat das zu bedeuten? Meines Vaters Befehle. Wie lauten sie? Sag schon! Jawohl, Eure Hoheit. Seine Heiligkeit befiehlt, dass Eure Hoheit hier die Stellung hält und... Ja, mein Prinz. Ich muss zum Palast. Ich hol euer Ross. Was denn nun? Verzeiht mein Eindringen, Eure Hoheit. Ich kenne euch. Halt! Vor uns steht niemand Geringeres als der Phönix. Du würdest dir nur die Finger verbrennen. Ich hoffe, ich störe nicht. Nicht doch. Ich gestehe aber, solch bedeutenden Besuch habe ich nicht erwartet. Wie viele Jahre sind seit der Gedenkfeier vergangen? 20? Ich dachte, ihr wärt tot. Oder seid ihr ein Geist? Da liegt ihr vielleicht nicht ganz falsch. Aber ich lebe. Noch. Prinz Dion von Haus Lesage. Es gibt viel zu erzählen. Und natürlich werden wir... im Verborgenen gelassen. Ich kann hier nicht speichern, das heißt, wir müssen erstmal ins Versteck. Geht der Part ein bisschen länger als ein XXL-Part. Ich meine, wir haben einen XXL-Boss gemacht, also kriegen wir auch einen XXL-Part. Aus der Versenkung. Zuerst sollte ich mit Otto reden. Zeig mal lieber die Karte. Da werden bestimmt noch Sidequests auf uns zukommen. Nun denn, aber darum kommen wir uns im nächsten Part, oder? Mal wieder ein etwas längerer Part. War auf jeden Fall sehr actionreich. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Part wieder. Werden wir mal mit Otto sprechen und schauen, was uns das alles jetzt hier gebracht hat und wie wir weiter fortfahren werden. Da bin ich auch gespannt drüber. Bis dann. Haut rein und tschüss. Und vor allem hat der Typ ja mit Odin was zu tun. Der Kaiser, also ist ja, der eine Typ ist ja Odin. Und da hat der Typ ja auch noch was mit Ultima zu tun. Weiß Odin, also quasi weiß der Typ, dass der andere mit was mit Ultima zu tun hat? Ja, schon, ne? Ich meine, der hat, glaube ich, hat da ja auch Mythos erwähnt, ne? Nun denn, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.